USA planen schwimmende Kampfinsel. Weitere Verstärkung der Militärpräsenz vor Irans Küste. Wie diverse Medien berichten, soll ein altes Kriegsschiff als schwimmende Kampfplattform umgebaut werden. Erster Einsatzort dieser als Mutterschiff bezeichneten Kampfinsel soll der Persische Golf sein. Mittlerweile befinden sich mehrere Flugzeugträger im Persischen Golf. Ein weiterer kreuzt sozusagen die Rufweite. Wie die Washington Post meldete, soll diese Kampfinsel Spezialeinheiten wie den Navy SEALs, Hubschraubern und Hochgeschwindigkeitsbooten als Plattform dienen, von der aus diese Spezialkräfte, Einsätze durchgeführt werden können. Wie die Washington Post weiter berichtete, reagiere damit die USA auf die wachsende Spannung mit dem Iran und die anhaltenden Kämpfe in Jemen. Nach Marineangaben soll die schwimmende Kampfinsel bereits im Sommer einsatzbereit sein und in den Nahen Osten gebracht werden. Denn vor der Washington Post zitierten Dokumente war zu entnehmen, dass die schwimmende Kampfinsel im Persischen Golf zum Einsatz kommen könnte. Erst im Dezember hat der Iran damit gedroht, die Straße von Hormus, durch die 20% des weltweit vermarkteten Erdöls transportiert werden, zu sperren. Durch dieses Mutterschiff wird eine Plattform geschaffen, die weltweit vor Staaten eingesetzt werden, die den Interessen der USA zuwiderhandeln. Diese werden durch diese Plattform einer andauernden Bedrohung ausgesetzt. Die Spezialkräfte können zu Sabotage- und Mordaktionen in diesen Ländern eingesetzt werden, Aufständische oder Unzufriedene mit Waffen und anderen Bürgerkriegsmaterial versorgen. Wie würden denn die USA wohl reagieren, würde vor ihrer Küste ein ähnliches Instrument in Stellung gebracht?